Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. Wir sind hier in der neuen Abteilung der Orthopädie. Das ist die Orthopädie, die wir hier haben, die wir hier aufbauen wollen. Wir haben hier ein Überwachungszimmer, Normalzimmer oder Normalstationen haben wir hier zur Verfügung. Wir hätten eigentlich fast alles, was wir brauchen, oder wir hätten sogar eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben hier die Diagnostik, hätten wir einmal. Wir haben hier zwei Arztzimmer. Wir haben hier das Ultraschall, den Ultraschallraum. Wir hätten die Überwachungsstation einmal hier. Normalstation haben wir hier. Somit wäre an sich eigentlich alles perfekt hier für die Station. Und dementsprechend können wir die Leute jetzt hochholen bzw. hier einsetzen in dem Sinne. Und da freue ich mich mega drauf, dass wir das geschafft haben. Ne? Was wir aber allerdings noch machen müssten, wäre den Zugang zu machen. Das wäre das andere Übel noch. Das ist aber auch kein Problem. Wir machen hier eine Tür mit keinem Zutritt rein. Und die andere dementsprechend entfernen wir. So, dann hätten wir es geschafft, ne? Dann müssen wir noch die Wand hier machen, das kriegen wir aber auch noch hin. Die Wand, ne? Die Wand machen wir noch ordentlich, dann passt das, ne? Perfekt. So, das sieht gut aus, ne? Haben wir da unten die Wand? Ne, ich sehe gerade, hier haben wir die Wand auch nicht, ne? Machen wir mal eben schnell. Okay, perfekt. So, sind noch mal ein paar Euro ausgegeben, aber soweit passt es. Dann können wir jetzt das Personal hier hochholen und dementsprechend die Station der Orthopädie hier in Angriff nehmen. Freue ich mich mega drüber, dass wir das geschafft haben. Und ja, wie gesagt, wir holen jetzt das Personal hoch in die Station. Das wird, denke ich mal, klasse werden. Ne? Das wird, denke ich mal, wirklich klasse. So, wir haben hier 4 Ärzte auf Nachtschicht, 3 Ärzte auf Tagschicht. Die holen wir hoch. Dann müssen wir schauen, dass wir das hinkriegen, ne? So. So, nächster Arzt. Arbeitsplatz wechseln. Der kommt hier hin. Der nächste Arzt ist der hier. Der kommt hier hin. So. Der Arzt kommt hier hin. Nächster Arzt. Alter Falter. Wir haben richtig viel Personal mittlerweile, ne? Wir haben richtig viel Personal hier mittlerweile. Das ist schon heftig. So. Das für die noch. Dann hätten wir hier alle Ärzte erstmal da. So, dann würde ich sagen, die ist von der Orthopädie, die ist behandelt. Okay, dann haben wir hier die Schwestern. Auch die werden wir nach oben packen. Dafür haben wir alles extra eingerichtet. Nachtschicht. Dann wieder runter. Frühschicht. Und die Nachtschicht. Dann Frühschicht. Und die Nachtschicht holen wir auch noch. Dementsprechend haben wir auch die ganzen Schwestern hier.
Das heißt, hier unten ist in der Station erstmal nichts mehr. So, dann haben wir noch den Raum, das ist der Operationsraum. Der kommt dann aber auch nach oben. Hier hätten wir auch noch Personal im Ultraschall, die kommen auch nach oben dementsprechend. Am Ultraschall. Frühschicht. Sowie die Spätschicht oder die Nachtschicht in dem Sinne. Packen wir auch noch hier oben. Ansonsten wäre es eigentlich ein Personal gewesen, was wir bräuchten. Das war's, ne? Ja, das war's, Leute. In dem Sinne können wir hier unten die Zonen auflösen. Nach und nach. Und natürlich die Zimmer dementsprechend abreißen. Wird mega cool. Wir sparen wieder mega viel, oder kriegen wieder mega viel Geld zurück. Das ist in Ordnung, ne? Sehr schön. Und wie gesagt, wenn wir Geld sparen können, warum nicht, ne? Wenn wir Geld sparen können, warum nicht, ne? Das ist das. So, das Arztzimmer, das Schwesternzimmer ist hier. Das Schwesternzimmer können wir auflösen. Dementsprechend hier abreißen. Dann haben wir auch das geschafft. Das Zimmer können wir auflösen. Und dementsprechend auch direkt abreißen. Reserviert für Verband. Ja, komm, mach. Für den Eingriff aus, perfekt. Dann können wir den Stuhl auch abgeben. Weg damit. Gut, dann hätten wir es geschafft, Leute. Hätten wir die Zimmer schon mal weg. Was hätten wir noch? Hier ist was anderes noch. Das ist der Operationssaal von der Orthopädie. Der kommt auch erstmal nach oben. Den können wir aber verlegen. Soweit, ne? Den verlegen wir. Das ist hier die Traumatologie hier oben. Wie in Bayern, ne? Genau. Dann haben wir den Raum nämlich auch hier oben, den Operationsraum. Dementsprechend alle drei Räume erstmal hier. Oder die drei Räume erstmal hier, ne? So, was haben wir noch unten? Die Zimmer haben wir noch unten. Normalstation, Überwachungsstation. Wir haben den Korridor hier, der kann dementsprechend runter. Hier haben wir noch das Arztzimmer, das können wir noch nach oben packen. Wartezimmer können wir noch nach oben packen. Das kriegen wir aber hin. So, Arztzimmer, das Personal nach oben. Dass wir das auf jeden Fall auch zur Verfügung haben hier, ne? Und hier können wir auch dementsprechend einmal die Zone auflösen. Die Zone auflösen. Dann passt das, ne? Perfekt. Dann können wir nämlich das hier alles abändern. Orthopädie haben wir noch den Reinigungsraum, sehe ich gerade. Aber wir reißen jetzt erstmal das andere ab hier. Dass wir das auf jeden Fall haben, ne? Das kommt weg. Der Stuhl kommt weg. Das kommt weg. Die sitzt sich hier hin, die geht aber gleich wieder, ne? Geht zum Stuhl, genau. Können wir nämlich das auch wegmachen. Können wir dementsprechend hier auch mal endlich die Wände abreißen. Die mal ein bisschen Platz schaffen. Ne? Ist auch ganz wichtig. Platz schaffen. Platz schaffen können wir auch, indem wir das Reinigungspersonal nach oben packen. Von der Orthopädie. Kommen hier rein.
haben wir nämlich auch das erledigt. Ansonsten sollten wir eigentlich alles haben, ne? Hier ist der Reinigungsraum. Der kann weg. So, das kann verkauft werden. Dann haben wir hier noch den Raum, der kann weg. Am Abreißen. So, sehr gut. Aber sonst noch was? Nee, ansonsten ist jetzt nur hier im Prinzip die Station selber, also die Betten. Den Korridor können wir auflösen. Besucherraum hier noch und die Überwachungsstation bzw. Normalstationen sind hier noch, ne? Genau. Ansonsten ist alles andere jetzt mittlerweile oben. Und das finde ich mega, mega perfekt, Leute. Das finde ich mega perfekt. Sieht auch wesentlich besser aus hier oben als unten das, ne? Mittlerweile finde ich. Relativ großes Büro hier, großes Arztzimmer zur Verfügung. Also besser kann es eigentlich gar nicht sein, eigentlich, finde ich. Und wie gesagt, viel, viel schöner gestaltet mittlerweile als das da unten, ne? Das auf jeden Fall. Viel schöner gestaltet. Muss man wirklich sagen, Leute. Was jetzt noch eine Möglichkeit wäre, wenn wir hier Fenster reinmachen. Hätten wir die Möglichkeit, Fenster hier reinzumachen, um dementsprechend hier... Fenstermittelabwendung kann hier platziert werden, ja. Ist aber die Frage, ob die das nutzt, ne? Kleines Fenster. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt nutzen würden. Oder ob das was bringt. Ich glaube eher nicht, ne? Ich glaube eher nicht. Okay. Stehen Operationen an hier in der Orthopädie? Das schauen wir mal. Ja, stehen Operationen an, okay. Wir wollen jetzt auch mal das Personal uns anschauen und dementsprechend hier ordentlich verwalten. Wir haben hier eine für die Krankenversorgung, Patiententransport, eine OP-Fliegerin, die wird das auch dann dementsprechend machen. Und die zweite OP-Helferin, ne? Okay, dann heißt das, wir haben zwei OP-Helferinnen. Auch über Nacht haben wir eine OP-Helferin und hier haben wir, glaube ich, die zweite, genau. Und der hier wird nur die Krankenversorgung Patiententransport machen. Okay. Das heißt, eine für die Krankenversorgung Patiententransport auf Frühschicht. Dann machen wir dann noch einen auf Spätschicht. 206, 200 Dollar. Das wäre preiswerter, ne? Ja, der wäre preiswerter. Den machen wir dann dementsprechend auf Nachtschicht, auf Frühschicht. Und die hier kommt auf Nachtschicht. Also der hier, ne? Nein, OP-Helfer nicht. Okay, das sieht gut aus. Zusätzlich werden wir die Ärzte hier machen. Frühschicht. Chirurgie. Das wird der machen. Dann haben wir hier den Anästhesisten und wir haben den Assistenten, ne? Dementsprechend brauchen wir auf jeden Fall hier noch einen Arzt für die normale Diagnostik. Die nichts mit allem anderen zu tun hat, ne? Auch auf der Nachtschicht machen wir das. Das ist der Operateur. Anästhesist. Und hier haben wir noch einen, der nur für Assistenz da ist und einen für Diagnostik. So, das würde ich so machen. Dann hätten wir das Team zusammen für die Operation auch. Für eine Frühschicht bzw. eine Tagschicht und für Nachtschicht soweit. Das wäre in dem Sinne gar nicht mal so verkehrt, ne? Gut, normale Station ist hier. Dann können wir jetzt hingehen. Wir brauchen noch liegen, ne? Wir brauchen noch liegen dementsprechend. Ich sehe es schon, das Problem. Wir brauchen Krankentragen hier noch. Das wäre nochmal vorteilhaft.
Machen wir hier eine hin und wir machen hier eine hin, ne? Gut. Dann machen wir nochmal zwei Rollstühle hier hin. Machen wir die hier hin. Dann haben wir eigentlich alles zusammen, was wir bräuchten, um hier auf der Station klarzukommen. Das heißt, wir können jetzt unten auflösen, eine Überwachungsstation mit zwei Betten. Das wäre optimal. Das heißt, den Raum können wir sowieso auflösen. Und einmal abreißen. Bekommen wir auch nochmal Geld wieder. Und wir können eine weitere Überwachungsstation hier auflösen. Sind Patienten hier drin? Ja, ne? Ja, da sind Patienten drin. Hier auch. Lösen wir den Raum auf. Hier ist ein Weg. Den lösen wir auf. Dementsprechend müssen die Patienten natürlich verlegt werden. Eingewiesen, Transport zum Zimmer. Eingewiesen, wartet auf den Transport zum Zimmer. Transport zum Zimmer, okay. Perfekt. Werden wir beide nach oben transportiert. Dementsprechend können wir gleich dann hier den Raum hier auch auflösen. Das ist perfekt. Die Wände können wir hier abreißen. Also ist ein Haufen Arbeit hier alles, ne? Aber es lohnt sich, das mal anzugehen, ne? Nach und nach. Es lohnt sich, das echt mal nach und nach anzugehen, Leute. Das hier kann weg, das hier kann weg, ne? Das ist nämlich auch leer. So, was weg kann, wäre das hier. Das hier kann weg. Dann haben wir nämlich wesentlich mehr Platz hier auch, ne? Das ist heftig. Der Raum hier kann weg. Wahnsinn. So viel Platz hier auf einmal, ne? So viel Platz hier auf einmal, Leute. Das ist heftig. Das ist schon heftig, ne? Oha. Wahnsinn. Okay, die beiden Patienten werden verlegt. Das ist schon mal gut. Hier ist der Operationsraum weg. Auch den können wir dementsprechend dann abreißen. Einmal bitte die Wände abreißen. Haben wir noch Flur? Nee, ne? Müssen wir gucken. Hat die Trage noch genutzt? Nee, ne? Okay, Auftrag abgeschlossen. Hattet. Zu lange gewartet. Okay, Auftrag abgeschlossen. Ein Auftrag für eine Krankenkasse wurde abgeschlossen. Behandle 100 Patienten pro Tag. Belohnung erhöhe täglich Ambulanzpatienten auf 5. Okay, wir machen die Logs mal wieder an. Das habe ich jetzt vergessen. Logs. Da. Okay, zurücksetzen. Okay, perfekt. Gut, dann sehen wir uns aber in der nächsten Folge trotzdem wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ich sage einmal dementsprechend erstmal Servus und Tschüss.